mehr daran hindern, an unser Ziel zu kommen. Papagei! Ich mag Papageien. Ah, ja, ja! Oh, hier haben wir sogar einen Paragleiter, oder wie man die Dinger nennt. Cool, cool, cool. Und da vorne haben wir sogar noch ein Auto. Oh, fuck. Oh, fuck. Piraten, Piraten! Beeilen wir uns besser. Fuck, von da sehe ich sie nicht. Ja. Hier, komm mal hoch. Schnell, 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 schnell. Ich sag sie, die Deppen sehen mich noch. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Willst du mich verarschen? Mein Pfeil! Ja, Entschuldigung, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich hätte gedacht, mit 2, 3 Schüssen, da bist du down. Kann ich eigentlich meinen Pfeil wieder aufheben? Ich will meinen Pfeil wieder haben. Oh, danke. Für den Arsch, ey. Das war schon bei Skyrim so. Ist da oben. Läuft dort nochmal so ein Kerle, oder? Nee, es ist bloß ein Schwein, oder? Was bist du, ey? Was bist du? Oh, Wildschweine, sag ich doch. Jetzt drücken wir mal eigentlich schon das nächste Ziel. Naja, gut, was ist denn das da oben? Was war das? Habt ihr das gerade gesehen? War das auch so ein Paraflieger wie wir? Na gut, ich kann es nicht nochmal nachschauen, aber ihr könnt es am Video nochmal zurückspulen, wenn ihr so schlau seid. Ja. Wo geht man hier hoch? Untersuche Bad Town. Na, sag ich doch, das Bad Town macht schon einiges an Wort aus. Fuck, Alter. Ich will ja gar nicht hoch. Man hört das Knarren hier schon, ey. Da merkt man richtig, wie alt so ein Scheißhaus ist. Naja, da kann man auch. Hüppala! Ach, Jason, das machst du doch. Mit Leichtigkeit. So, und da kann man auch nochmal hoch. Aber warte, da ist doch eine Kiste, oder? Ist das... Nee. Hoho. Ho. Ja, aber Citra, also nochmal, um sie auf sie nochmal zurückzugreifen, ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Wenn ihr die Möglichkeit hättet, sie... Na, ihr wisst schon, ne? ja. Dann würdet ihr das doch bestimmt machen, oder? Naja, gut, jetzt weiß ich, warum meine Let's Plays pervers sind, ne? ja. So, und da gehört das Ding auch schon uns. Oh, da haben wir eine Höhle. Nett. Da haben wir den Citra-Tempel, glaube ich, oder was das ist. Und da ist ein... Oh, ein Japsen-Flugzeug. Geil. Also bei so einem Japsen-Flugzeug würde ich gerne mal vorbeischauen. Yeah. Abspringen. Oh. Flammenwerfer, jetzt gratis. Was ist das? Lol. Das sind Pfau-Viecher. Ja. ja, toll. Aber sie sind in der Kategorie Raubtier. Das sieht man jetzt voll, ne? Dass es Raubtiere sind. Naja, ich verziehe mich lieber mal in eine andere Richtung oder so, weil ich glaube, die kommen langsam dann immer näher zu uns. Ja. Dann gehen wir erstmal da rüber. Oh, hier haben wir einen Shop. Cool. Dann gehen wir erstmal zum Klippenaussichtspunkt. Können wir eigentlich auch hinfliegen, aber ich kenne mich mit dem Teil leider noch nicht so richtig aus. Das können wir ja mal einen anderen Mal machen, ne? Apropos, jetzt können wir mal nachschauen, welche Tiere hier eigentlich in der Umgebung sind, oder? Warum sieht man das hier nicht? Weil, nö, da melde ich mich jetzt nicht an hier. Das kannst du dir an den Arsch schieben, meine Freund. Hm, ja gut, das zeigt jetzt komischerweise nicht mehr an, welche Tiere hier... Ah, jetzt. Tja, also hier in der Gegend gibt's, Wölfe. Ich mag keine Wölfe. Und hier gibt's, was sind das für Viecher? Also hier gibt's so pfauartige Viecher. Die kenne ich leider noch nicht.
Da müssten wir jetzt eigentlich einen töten, damit wir es wissen, ne? Und sind wir jetzt hier beim Japsenflugzeug oder was ist das? Ach, das ist bloß ein Stein, okay. Ich dachte, das wäre... Naja, ihr wisst schon. Da vorne ist auch schon unser Ziel. Wow! Ha, wir haben es sogar noch überlebt. Potzblitz. Jetzt können wir uns gleich nochmal eine neue Spritze machen. Weil die haben jetzt sowas von vergeiert. So. Kann ich eigentlich hier auch noch was machen? Weil das so Pfeile sind. Pfeilköcher. Pfeilköcher könnte ich gebrauchen. Ziegenfell, jawohl. Das ist schön. Wie viel kann ich jetzt eigentlich dann mitnehmen? Lass mal sehen. Na, hier steht noch nichts. Schade. Schade, dass man nicht auch die Munitionskapazität hat neben sich und so. Nein! Oh, das wollte ich unbedingt vermeiden, dass ich hier unten in den Graben reinkomme. Ey. Also der Jason, der rutscht hier ziemlich oft. Oh, sind wir auch schon da. Scharfschütze. Der Typ ist am MG. Ja gut, meine Freunde, let's rock. Meistens brauche ich ja sowieso immer einen zweiten Anlauf. Aber mal gucken, ob wir es mal mit einem schaffen. Kommt mir irgendwo rein? Ach, sag jetzt mir bitte nicht das hier. Was ist denn das da drüben eigentlich? Ach, nochmal ein Schwein, die sahen von da drüben aus ganz anders. Oh, oh. Oh, oh. Ihr seht mich nicht. Nein, nein, nein. So, warum guckst du eigentlich nur in die Richtung? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, das breitet sich immer weiter aus. Oh nö, jetzt hat er die... Oh fuck, 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 fuck. Nein, kommt er nicht. Oh Mann. Nein, 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 nein. Oh, warum musst du die Waffe nehmen? Ich wollte eigentlich nur mit der MG interagieren. Von wo? Wo seid ihr? Stirbt! Stirbt alle! Wo seid ihr eigentlich? Ich würde euch gerne mal begrüßen, ne? Sag jetzt nicht, dass die irgendwie von hinten irgendwo kommen. Ja, dann komm mal her hier. Muss ich jetzt ehrlich alleine? Ne, da kommt schon, da kommt er gleich. So, einer noch. Zack, du Hund. Mit einem Anlauf, meine Freunde. Ja, aber leider mit Verstärkung. Naja, immerhin, ne? Wir haben, ja. Meine alte Waffe. Wo ist meine alte Waffe? Ich will meine alte Waffe. So, hier. Bam. Wie gesagt, da habe ich schon viel zu viel investiert für die Waffe. Und das möchte ich jetzt eigentlich ungern aufgeben. Plündern nicht möglich, aber wir haben... Jetzt auf einmal können sie Ding und Munition irgendwie. Alter, was macht denn hier? Die fahren hier irgendwie. Tja, da kommen sie wohl nicht hoch, hä? Die kommen nicht hoch. Tralala. Was war das? Oh. Na, Pedobär? Möchtest du mal voll probieren? Jetzt sei mal nicht so frech hier. Hallo? Arztgenosse, ich warne dich. Also bitte, ey, da schreit er mich einfach an. Weiß nicht mal, wer vor ihm steht. Wo
Wo ist denn jetzt hier die scheiß Kiste? Ach da. Perlenkette. Ja, und jetzt hier und so. Das haben wir auch befreit. Das ist schon mal ganz schön. Ich bin so stolz auf mich. Was ist denn das hier eigentlich? Prüfung der Rakiat. Achso, es sind auch so Prüfungen. Naja, schön, okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Also ich glaube, mit den Missionen können wir hier jetzt kaum weitermachen, solange diese Dinger hier sind. Oh, oh, Entschuldigung. Stoßen. Lol. Lol. Als wäre Jason so stark, Alter. Logik, wo bist du? Ich suche dich. Du bist nicht der Größte. Du bist nicht der Größte. Verflucht nochmal. Hab ich... Ist das denn ernst? Habe ich gerade einen Reifen verloren? Ich habe doch keinen Reifen verloren. Dachte ich mir doch gerade. Das war nur in meiner Fantasie. So, dann machen wir mal die Minikarte auf, damit wir mal das nächste... Ach, habe ich schon markiert. Was, das liegt hinter mir? Oh, okay. Let's go! Kann man ja nicht so hupen? So, hier ist er eigentlich ganz sicher und da kann ich eigentlich auch so schnell fahren, wie ich will. Und pipapo. Alter, die Musik, die ist schon wieder für den Arsch, ey. Ey, die Musik ist so grottenschlecht. Ja gut, das ist eigentlich in Ordnung, die Musik, ne? Die Musik ist eigentlich recht okay, aber... Naja, so manche Musik, die ist echt für den Arsch. So, 300 Meter bin ich noch entfernt von dem Teil. Kann ich hier runter? Ja. So. Ja. Warum stehen ja eigentlich mitten in der Wildnis immer Autos? Tja, der hat mal vorgesorgt, hä? Für solche Fälle. Dass hier irgendwie mein Auto Schrott geht. Wow. Alter. Scheint, dass hier irgendwo in der Nähe ein Relikt ist, weil ja auf der Karte so eine Vase ist. Sag mal, wie hoch bin ich eigentlich? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. Aussteigen, aussteigen, Jason. Alter. Mein Auto. Alter. Wenn ich meinen Führerschein mache, ich glaube, der Fahrlehrer ist irgendwie ganz schön unsicher dann. Alter, nee. Oh, 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 nein. Boah, ich dachte schon. Nein, 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 nein. Ey, das sind wieder so Pfau-Viecher. Aber die bringe ich diesmal lieber nicht um, weil wer weiß, jetzt halten die ja so viel aus wie so Tiger. Wäre nämlich auch eine Option, ne, meine lieben Freunde. Ein Scharfschütze, zwei Scharfschützen, zwei... normale, ein Draufgänger. Also wie wird denn das hier beschützt? Ey, hier sind drei Scharfschützen oder so. Da muss ich auf jeden Fall taktisch vorgehen. Aber wie taktisch vorgehen? Weil die Scharfschütze decken hier eigentlich quasi alles ab. Ja, schau einfach geradeaus, das ist gut so. Okay. Wäre irgendwie schlau, wenn ich da... Ich könnte den Alarm deaktivieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wäre eigentlich auch die beste Option, wie ich denke. Okay. Scheiß Rebellen! Boah, ich dachte schon, er hat mich entdeckt, Alter. Oh fuck. Dreht euch um. Dreht euch um. Ich will nur den Alarm deaktivieren.
Alter. Scheiß Moskitos. Moskitos. So, der Alarm ist deaktiviert, meine lieben Freunde. Den kann ich jetzt dann eigentlich auslöschen. Ach gut, ich dachte schon. Das heißt, die haben also nichts gesehen. Kann ich ja hier mal eben so raus. Das war auch ein Headshot eigentlich, aber egal. Was? Hä? Ah, ich merke schon. Fuck. Fuck. Jawohl. So, jetzt habe ich keine Muni mehr. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter. Alter, halt dich, Jason. Alter. Boah, Alter, ey. Also das war jetzt eine heikle Situation. Vor allem, der reagiert da manchmal drauf gar nicht, der Jason.